Ja, grüß euch gut. Mädel und Burm, hier ist wieder der Peter vom Barbecue Altperlach. Heute machen wir was, das kennt mancher nur aus der Tüte, aus dem Glas oder aus der Packung. Nämlich ein schönes Blaukraut, so wie man das in München macht. Schaut mal her, wie es ausschaut. Im Touchofen, im Topf gemacht. Sobald sich der Rauch verzieht, seht ihr, wie gut das ausschaut. Wenn ihr riechen könnt, wie gut das riecht, das war noch viel besser. Und wie man das macht, das zeige ich euch jetzt. Das schauen wir uns miteinander an. Ja, was brauchen wir jetzt für unser Blaukraut? Einiges an Zutaten und es heißt Blaukraut. Gell? Kommt es mir nicht mit Rotkohl daher, das heißt Blaukraut. Oder ich glaube in Franken sagen sie Rotkraut. Also wurscht, Rotkohl, Blaukraut, Rotkraut. Jedenfalls brauchen wir das folgende dazu. Ein Kopf Blaukraut, Fett zum Anbraten. Ich nehme da Butterschmalz, wer will, kann auch Schweineschmalz nehmen. Gänseschmalz geht auch gut. Ist halt dann nicht mehr vegetarisch, also falls ihr Vegetarier habt. Dann brauchen wir einen Rotwein später. Pfeffer, Zwiebeln, Lorbeerblätter, Preiselbeeren, da sind drin Nelken, ein Salz, ein Zucker, ein Essig, ungefähr ein Viertel Liter Flüssigkeit, ich nehme da einfach Wasser und zwei Äpfel. Ja, als erstes müssen wir jetzt dieses Kraut da den Kopf klar machen und da zeige ich euch gleich, wie das geht. Und das Wichtigste dabei sind Handschuhe, sonst habt ihr zwei Tage lang blaue Hände, das wollt ihr nicht. Unser Blaukraut, unser Rotkohlstrunk, den machen wir jetzt da erst einmal auseinander. Das ist immer ein bisschen mit Irksenschmalz verbunden. Für den, der nicht weiß, was Irksenschmalz ist, das Irksenschmalz sitzt da, also praktisch über der Irksen. Jetzt kann ich den Strunk da schön rausschneiden. Und da freuen sich die Hosen drauf. Also hier da diese äußeren Blätter, die da so nicht ganz so schön sind. Die kann man abmachen, ansonsten kann man das noch mal kurz durchspülen. Also hier diese Blätter außen, weg damit, Hasenfutter. Jetzt kann man das Ganze natürlich hobeln oder man kann es wie wir hier ganz fein in Streifen schneiden. Das mache ich jetzt mit dem ganzen Krautkopf. Natürlich könnte man auch einen Blaukraut-Kaffer aufreißen und warm machen. Macht aber nicht so viel Spaß, also wir hacken noch ein bisschen. Ja, unseren Zwiebel, den einen, den großen, haben wir jetzt hier herniedergemeuchelt. Das gleiche machen wir jetzt mit den zwei Äpfeln. Die schneide ich jetzt hier, schaut so ein Sticker. Kommen wir dann zu den Zwiebeln dazu. Ja, jetzt sind wir drüben am Topf, am Dutch Oven, schaut her, da haben wir schon das Schmalz da rein, da haben wir jetzt ungefähr so einen Esslöffel Zucker dazu. Also wenn der Zucker ungefähr so ausschaut, der soll gar nicht ganz karamellisieren. Da haben wir unsere Zwiebeln und Äpfel dazu. Die werden wir jetzt da mal ein bisschen an den Weißdünsten sozusagen. Haben wir so ein bisschen durchgeschwenkt und jetzt ins Kraut hinterher. So gerade so lang der Topf. Gell? Hier upside down sozusagen. Und jetzt werden wir das Kraut nochmal so ein bisschen mitdünsten. Das soll alles so ein bisschen angedünstet sein. Aber schon schön geschnitten das Kraut, finde ich, oder? Das sind wenige Ausnahmen, ist das also so ein schönes bohrisch Blaukraut. Und wenn es dann so ausschaut, können wir hier einen Zwiebel hinein, da kann man das sehen. Dann habe ich hier mit ein paar Nelken gespickt, ein paar Lorbeerblätter und ungefähr 4 Esslöffel Essig. 1, 2, 3, 4. Das ist hauptsächlich dazu da, dass die Farbe schön bleibt. Dann nehmen wir noch süße Salz dazu. Rühren das einmal durch. Viertel Zwiebel. Und jetzt geben wir schon mal so einen Schwung Rotwein dazu. Ich mag das ganz gern. So ein Glasl. Viertel Liter ungefähr. Deckel drauf und gut, ungefähr dreiviertel Stunde
bist halt schön weich und, naja, weich. Gibt ja immer mit meiner Frau, wie man so eine Diskussion, ich mag es gerne ein bisschen weicher, sie mag es gerne ein bisschen knackiger. Und auf den Deckel, das ist übrigens ein, was ist das, ein 12er Topf, gell? Diesmal von Campchef, wäre es ein Petromax, wäre es ein FT9. Und jetzt tue ich, weil ich es überhaupt, einfach oben noch ein paar Kohlen drauf. Dann kommt da auch noch ein bisschen Wärme dazu. Wir backen es ja nicht, notfalls nehmen wir halt noch welche dazu. Aber jetzt eine halbe Stunde Ruhe für Mensch und Topf und dann schauen wir wieder rein. Jetzt haben wir ungefähr eine halbe Stunde into the Blaukraut gehabt. Jetzt schauen wir mal rein. Oh, das gefällt mir gut. Das riecht auch super. So, wie man das einmal durch. Das riecht gut. Jetzt tun wir hier nochmal ein ganz bisschen Flüssigkeit dazu. Das ist jetzt einfach nur Wasser. Und dann darf es weiter. Ich würde sagen, ungefähr nur 20 Minuten. Also insgesamt so dreiviertel Stunde. Stunde und Ruf. Eine gute Stunde ist unser Kraut jetzt drin. Das ist jetzt ungefähr eine Stunde drin. Aber das kann noch, also das kann ruhig ein bisschen weicher werden. Jetzt Geheimzutat, habe ich vorher gar nicht erwähnt, eine Zimtstange. Mit der wir auch gleich für Stecker geben, das ist ein Geheimzutat. Und eine nicht Geheimzutat sind unsere Preiselbeeren. Da werden wir jetzt zwei richtig schöne Löffel hinein und rühren da durch. Das kann man jetzt sicher noch eine halbe Stunde bis Stunde da vor sich hinschmurgeln lassen. Das wird ja nicht schlechter. Das schmeckt am nächsten Tag total gut aufgewärmt. Also eine sehr, sagen wir mal, pflegeleichte Angelegenheit. So, die Nacht. Und nach nunmehr ja, fast zwei Stunden, gell? Schaut unser Blaukraut so aus. Und dann sage ich euch, das ist jetzt fertig. Das riecht unglaublich. Und genau so soll es ausschauen. Blaukraut in Bayern, Beilage zu Ente, also alles deftigen Schweinebraten, Rinderbraten, Rouladen. Zum Beispiel nach Oma Mata. Zu Wild geht es wunderbar. Und das ist ein Rezept, das habt ihr gesehen, ist total einfach. Man muss ein bisschen Zeit haben. Wenn man es weicher haben will, kann man das ruhig nur mal eine Stunde kochen. In Ruhe, das kann man aufwärmen. Das passt aber. Schaut es euch an. So muss ein Blaukraut ausschauen. Vor dem Verzehr nehmen wir den Zwiebeln noch raus. Ja, da habe ich natürlich noch das Getränk. Blaukraut passt ja zu deftigen Speisen, Schweinebraten und ähnliches. Und was passt da besser dazu als ein Augustiner. Praktisches Hausbier bei Barbecue Altperlach. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht und das Blaukraut macht es einmal noch, weil das ist saugut. Und ich würde mich sehr freuen, wenn da oben auf den Abonnier-Button ihr drauf drückt, falls ihr es nicht schon gemacht habt, mir einen netten Kommentar oder einen Daumen hoch gebt. Und ansonsten sehen wir uns bald wieder. Ich hau jetzt das Blaukraut nieder. Macht es gut. Pfiat euch.